Hier sind die EmsTV News. Es ist Montag, der 14. August. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Am Sonntag gegen 8.35 Uhr kam ein 82-jähriger Radfahrer vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen auf der Kolpingstraße in Werlte zu Fall. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Heute Morgen gegen 6 Uhr wurden die Feuerwehren Hede und Dersum zu einem brennenden PKW auf der A31 gerufen. Der Grund für den Brand war ein technischer Defekt. Der Fahrer konnte das Auto noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Der PKW wurde mit Schaum abgelöscht und der Einsatz konnte nach gut einer Stunde beendet werden. Heute gegen 6.20 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in Hundlosen im Landkreis Oldenburg eine Person lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 36-jähriger Mann mit einem BMW die Hegeler Waldstraße in Richtung Sagerstraße. In Höhe der Straße Alte Ziegelei geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich mit einem Kleinwagen zusammen, der von einer 40-jährigen Frau gefahren wurde. Beide Personen kamen daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 40-Jährige kam mit schweren Verletzungen auf einer Grünfläche zum Stehen, konnte sich aber selbstständig aus ihrem PKW befreien. Der 36-Jährige kollidierte neben der Fahrbahn mit einer Laterne, durchfuhr eine Hecke, überschlug sich und kam kopfüber in einem kleinen Teich zum Stehen. Er war nicht ansprechbar und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die verletzten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Auf dem Marktplatz in Lingen konnten sich Schüler bei verschiedenen Attraktionen ordentlich austoben und amüsieren. Am vergangenen Freitag konnten Kinder auf dem Lingener Marktplatz aktiv werden. Eigentlich war die Veranstaltung bereits für den Beginn der Ferien gedacht. Das wechselhafte Wetter machte dem allerdings einen Strich durch die Rechnung. Von 11 bis 18 Uhr hatten sie die Möglichkeit, die verschiedenen Attraktionen unter großer Freude zu nutzen. Es gab eine große Hüpfburg und die Kids konnten beim Bullriding ihr Glück auf dem mechanischen Bullen versuchen. Außerdem war ein großes Vier-Gewinn-Spiel sowie ein Riesendart aufgebaut. Ein Eiswagen bot zudem verschiedene Eissorten zur schnellen Erfrischung. Das Highlight aber war das Ninja Warrior. Bei diesem Parcours mussten unterschiedliche Hindernisse in möglichst kurzer Zeit überwunden werden. Eine Aktion mit Wiederholungsbedarf. Heute Abend wird's musikalisch in Haaren. Die Big Band der Bundeswehr wird heute zum ersten Mal ein Konzert in der Stadt Haaren geben. Besucher können sich auf Unterhaltungsmusik aus den Genres Swing, Rock und Pop freuen. Diese Aktion dient ebenfalls einem guten Zweck. Denn es werden Spenden für die Jugendfeuerwehren Haaren und Rütenbrock sowie den Kinderschutzbund Emsland Mitte gesammelt. Los geht es um 20 Uhr auf dem neuen Markt. Der Eintritt ist frei. Wir sind natürlich heute Abend auch vor Ort. Das waren die EmsTV News für heute. Schalten Sie auch morgen gerne wieder ein. Bis dahin und tschüss.